Willkommen zurück zu einer neuen Folge Daimler 2 Uncut auf meinem Kanal. Wir sind hier in dem Seuchengebiet stehen geblieben und gehen nun in diese Kuppel hinein, um das Strom für die Ärztin einzuschalten. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal sehen, was uns hier drin erwartet. Also ich kann mir vorstellen, dass hier drinnen... Veronika, ich habe den Eingang gefunden. Soweit, so gut. Woher kennst du das hier überhaupt so gut? Ich war nur einmal hier. Vor langer Zeit. Ich habe aber ein gutes Gedächtnis. Klingt hilfreich. Naja, manchmal ist es eher ein Fluch. Echt. Also, was ich sagen wollte, ich kann mir gut vorstellen, dass hier drinnen viele Schattenjäger unterwegs sind. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen und das Ding ist komplett leer. Wasser höre ich auf jeden Fall, jo. Ich glaube, da müssen wir rein. Veronika, hier ist eine Horde Infizierter. Scheiße, ich hatte gehofft, dass es mittlerweile leer sein würde. Tja, ist es nicht. Keine Ahnung, ob ich hier durchkomme. Benutz die UV-Taschenlampe an deinem Gürtel. Das sollte sie in Schach halten. Bleib nur nicht stehen, Aiden. Jo. Klopp ich weg. Ja. Okay. Ich muss meinen Controller ansetzen. Wie viele kommen denn da noch? So, jetzt Controller anstöpseln, sonst ist der Akku leer. Was habe ich denn hier wieder für einen Kabelsalat? Gut. Kann man looten, die geben gute Gegenstände. Hat die jetzt ehrlich gedacht, dass ich hier durchrenne, oder wie? Naja gut, also diese Waffe finde ich jetzt hier nicht so stark. Kann man da hoch? Muss ich auch gar nicht. Oh Gott. Wieso geht die Sicht immer woanders dahin? Wieso geht die Sicht woanders dahin? Das ist nervig. Schon wieder. Er lebt noch. Alle auf einen Haufen hier. Gut, haben wir alle? Prima. So muss es sein. Guck, guck. Weg hier. Gut. Aber hier oben, da war doch noch so ein Diamant. So ein Kristall. Komm ich denn da hin? Doch von hier oben. Irgendwie hochgehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Entweder kommen wir da noch hin.
testen es einfach mal aus. Erstmal Heilung nehmen. Gut. Das hier wird auch geplündert. Alles Kohle, die hier zu holen gibt. Schön, dann metzeln wir uns jetzt hier durch. Sind alles hier Mitarbeiter gewesen. Komm her. Okay, die Hälfte davon ist leer. Wird am besten sein, wenn man wartet, bis die Päckchen auftauchen. Kommst du her? Das Ding machen wir noch auf hier. Mittel. War das Schmuck? Armbanduhr. So, gut. Irgendwas müssen wir hier machen. Genau. Päckchen kommen. So ist schön. Yay. First time. Ist das ein Schattenjäger? Nicht direkt. Haha, Ingo ist tot. Strom leitet auf jeden Fall gut im Wasser. Aber bei den Zombies irgendwie nicht. Bisschen Dollar, ein bisschen Teilchen, so. Teilchen, Teilchen, Reis. Was hast du noch für mich? So, ich schau mal hier, ob nochmal die Päckchen da liegen. Wo kommst du denn jetzt schon wieder? Ach, da ist ja noch was. Yay, Päckchen. Schön. Gut, hau mal ab. Hau mir ab hier. Da geht's hoch. Muss ich hier hoch? Ressourcen. Gut. Okay. Verschlossen.
Veronika, ich habe es geschafft. Der Strom ist wieder an. Großartig. Der Sicherheitstunnel ist offen. Ich werde versuchen, den Aufzug nach unten zu nehmen. Ja, dieser Ort ist ein ziemliches Nest. Ein Haufen Infizierter. Aber ich habe sie erledigt. Sie waren auch mal Menschen, Aiden. Sie verdienen etwas Respekt. Aiden? Was? Was ist denn los? Der Aufzug ist stecken geblieben. Aha, ist wohl eine Sicherung durch. Ich schau gleich mal nach. Mach was. Schnell! Bitte! Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Nicht gut. Bitte, ja, doch Platte. Lass mich nicht hier. Bleib ganz ruhig. Ich brauche nur einen Moment. Bitte! Lass mich nicht allein! Veronika, ich mache erstmal die Kiste auf. Warte. Oh, geh doch mal. Ah, Gott! Bitte! Bitte, hol mich hier raus! So, jetzt gucken wir erstmal hier. Gut. Mist! Aiden! Tu etwas! Hol mich hier raus! Ich bin ja dabei. Hol mich einfach raus! Hol mich raus! Ist ja nicht so, als würde ich hier Däumchen drehen, Veronika. Versuche zu atmen. Langsam. Lass mich nicht allein! Lass mich nicht allein! Schreien bringt gar nichts. Damit lockst du nur die Infizierten an. Bleib ruhig. Ich lass dich nicht alleine. Im Questbereich. Also hier muss ich irgendwas finden. Keine Kraft. Also hier drin ist schon mal nichts. Hier? Ah, hier, Kabel. Hier hin. Hier hoch, oder wie? Wir haben wieder Strom, alles okay? Veronika? Wir treffen uns an den Aufzügen. Komm schon, komm. Siehst du? Ich hab dir doch gesagt, es klappt. Steig einfach ein. Es war schon wieder mal verbuggt hier. Ich hab nichts gehört. Hattest du schon immer Platzangst? Im Ernst? Seit über 10 Jahren. Und was ist passiert? Aiden, um Gottes Willen! Können wir das Thema vorerst lassen? Aber nur vorerst. Ich komme wieder drauf zurück. Wo ist sie? Augenblick! Unter uns. Noch weiter runter? Noch 6 Stockwerke nach unten. Ganz schön viel Hightech hier überall. Vor der GAE wurde dieser Komplex vom Militär genutzt. Sie haben von hier aus Bedrohungen überwacht. Raketenangriffe und so. Deswegen wurde es das Observatorium genannt. Dann kam das Virus und das war's dann. Hm.
Und was ist dann passiert? Naja, die GRE verlor die Kontrolle über die Situation und es ging alles den Bach runter. Alles brach zusammen. Soweit ich weiß, haben sich die Wissenschaftler zuerst im Gebäude verbarrikadiert. Die Bedingungen dort drin wurden aber schon bald so schlecht wie in der Stadt. Deswegen haben sich ein paar von ihnen heimlich rausgeschlichen. Und um diejenigen, die geblieben sind, hast du dich vorhin gekümmert. Das Militär war also vor der GRE hier drin? Ja, das war mal ein Kommandobunker im Kalten Krieg. Kalter Krieg? Eine Phase im letzten Jahrhundert. Kriege wurden damals auf einer viel größeren Skala ausgetragen. Es ging nicht nur um alltägliche Angelegenheiten wie ausreichend Wasser, UV-Lampen und Essensreste. Auf gewisse Weise war es aber wie heute. Die Menschen lebten jeden Tag in ständiger Angst. Okay. Krasse Geschichte. Sie haben solche Orte früher als Zeugnisse der Geschichte bezeichnet. Na bin toll. Jetzt auch schon wieder im Dunkeln. Warte, mir wird schon was einfallen. Wenn Reden. Wir hier Strom hätten, könnten wir ihn nutzen, um das ganze Stockwerk zu versorgen. Aiden ist der Mann für alles hier. Gibt's hier? Sanitäter-Dinger. Okay. Gut, da ist Sicherungskasten. Muss ich da hoch? Ah, wir müssen diese Türen irgendwie aufbekommen. Vielleicht von der anderen Seite. Geht das oder muss ich das Kabel mitnehmen? Wie lang ist denn das Kabel? 19 Meter, ne, das kann man knicken. Wenn ich hier hoch muss, dann reicht das Kabel niemals. Nee, das Kabel hätte nie in dem Leben gereicht. Ach, recht eng hier drin. Wo sind die Schattenjäger? Kann ich hier kein Militärmedikett aufheben? Was habe ich denn für Müll dabei? Erstmal reinlunzen hier. Hier. Das hier. Ne, mach mal das hier raus. Entfernen. Okay. Ne, das nehmen wir nicht mal mit. So, machen wir erstmal hier die Tür auf. So, ich stecke einfach dieses Kabel rein. Könnte hinhauen. Jo, aber ich muss da erstmal reinkommen. Veronika, wie geht's dir? Ich will nur zu dieser Datenbank und dann hier raus. Na, du machst das toll. Sag einfach was. Warum hilfst du mir wirklich? Du gehst ein großes Risiko ein. Frank hat mir gesagt, dass dir das wichtig sei. Und das ist alles. Du weißt vermutlich nicht viel über Frank und die Night Runner. Wir schulden ihm, naja, alles. Alles. Na, wo ist denn der Punkt hier?
Gut. Offen. Dann machen wir es eben so. Da hoch. Da hoch und dann da hinten durch. Aber kam ich nicht von dort her? Ja, da geht's nicht runter. War hier, oder? Auch nicht. Hier? Auch nicht. Auch nicht. Hier. Oh ja. Hier sind wir richtig. Gut, Kabel rein. Jetzt kann man hier rein, ne? Hier von links. Okay, da ist schon mal nichts zum Looten. Hier geht's rein. Waren wir da schon? Okay, da geht's nicht rein. Das hier. Das ist aus wie ein Kinderzimmer. Jetzt, wenn Strom da ist, erkennt man das besser. Was gibt's hier? Lagerraum, da geht's aber lang. Okay, das ist zu. Schlüssel benötigt. Ahaha. Kommt man einfach nur auf die Seite hier. Toll. Gut. Kluge Entscheidung, den Schaltkreis umzuleiten. Ja, hat mir ein paar Mal das Leben gerettet. Veronika, sollen wir gehen? Ja. Lass uns das erledigen und dann von hier verschwinden. Hier lang. Der Hauptcomputer ist dort. Vielleicht findest du heraus, was Waltz vorhatte. Endlich. Wird das irgendetwas ändern? Hier und jetzt? Alles. Es hilft mir vielleicht, etwas zu finden, das ich verloren habe. Ohne das, ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Naja, ich weiß nicht wirklich, wer ich bin. Wir sind alle andere Menschen, als wir noch vor 15 Jahren waren. Wir sind alle... verloren. Hier ist es. Schon wieder verschlossen. Was jetzt? Das Terminal ist nicht aktiv. Das Sicherheitssystem hat diesen Bereich abgeriegelt. Das war's dann wohl. Ich habe eine Idee. Versuche, den Offiziersraum zu finden. Dort gibt es ein Sicherheitspult. Wir könnten versuchen, die Türsperren von dort aus zu bedienen. Du müsstest deinen GRE-Schlüssel dafür nutzen können. Du weißt ziemlich viel über dieses Gebäude. Bitte, führ einfach den Schlüssel ein und wähle Notfallsperrung auf dem Bildschirm. Ich werde dir alles erklären, sobald du fertig bist. Okay. Wieder zurück, oder wie? Okay, hier rein. Oh, da ist es doch. Prima. Ja, wir haben aber vielleicht ein anderes Problem. Ich stecke hier fest. Ich muss einen Weg rausfinden. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich glaube nicht. Bleib einfach, wo du bist. Jetzt ging diese Tür auf.
Millimeterarbeit hier. Das hier? Winterjacke. Ah, kann man verkaufen. Gibt gutes Geld. Okay, jetzt komme ich bestimmt in dem Raum, wo die Zombies sind. Zombies. Sag ich doch. Alle tot? Hä, wo kommt der denn her? Militärmedikit. Prima. Dr. Veronica Ryan, Direktorin Abteilung Feldlabor? Mittelrangige GRE-Ärztin von wegen. Das scheint Veronikas Büro zu sein. Du warst nicht ehrlich zu mir, Veronika. Wer ist dieser Junge? Ist das ihr Sohn? Aiden. Lustig. Scheint wohl noch eine andere Veronika Ryan gegeben zu haben. Direktorin, Abteilung Feldlabor. Ich wollte es dir erzählen. Warum hilfst du mir? Arbeitest du mit Waltz zusammen? Waltz? Nein, niemals. Auch damals nicht. Waltz hatte sein eigenes Forschungsteam. Du wusstest aber von den Experimenten, wie sie die Kinder benutzt haben. Mich und meine Schwester. Deshalb bin ich hier, Aiden. Ich kann nicht vergessen, was wir hier getan haben. Dass wir euch im Stich gelassen haben. All die schmerzgeplagten Kinder und kein Heilmittel dagegen. Heilmittel? Wir waren fünf, verdammt nochmal! Kleine Kinder zeigten eine natürliche Immunität gegen das Virus. Wir erkannten eine Korrelation zwischen Alter, Entwicklung des Gehirns und Schwere der Infektion. Deswegen haben sie an euch experimentiert. Die GIE, die Welt, brauchten euch. Ihr wart scheinbar unsere einzige Hoffnung. Es tut mir leid. Also, warst du an diesen Experimenten beteiligt? Nein. Die Tests an Kindern wurden allesamt in einem Labor durchgeführt. Hier haben wir Daten gesammelt und analysiert. Ich war hier, als das alles geschah. Die Teammitglieder begannen sich zu verwandeln und die Dinge gerieten schnell außer Kontrolle. Einer nach dem anderen wurden wir im Inneren eingesperrt. Wir versteckten uns und schlichen durch diese dunklen Flure und Lüftungsschächte. Mein Sohn, er war hier mit mir. Paul. Er war damals auch fünf. Was ist mit ihm passiert? Ich konnte den Schacht finden, der zum Haupteingang führte. Ich habe Paul gesagt, er soll auf mich warten. Ich habe ihm einen Kuss gegeben. Ihm gesagt, er solle warten, bis ich sichergestellt hätte, dass der Eingang sicher ist. Er klammerte sich an mich. Wollte mich nicht gehen lassen. Als ich zurückkam, um ihn zu holen, war er weg. Ich war nur 15 Minuten weg. Ich habe die darauffolgenden Wochen damit verbracht, nach ihm zu suchen. Und weinte dann den Rest meines Lebens. Ich hätte es wissen sollen. Er war ein Kind. Ängstlich. Allein. Das tut mir leid. Du hast versucht, ihn rauszubringen. Wie hättest du das wissen sollen? Wie auch immer. Wir haben alle unsere Geschichten aus der Vergangenheit. Lass uns darauf konzentrieren, was als nächstes passiert. Okay, lass uns gehen. Bestimmt gefressen worden, der Zombie. Ah, der Zombie, das Kind. Zombie frisst ein Zombie. Jo.
Ein Medikit. Okay. Achso, hier war ich gewesen. Okay. Hm. Gut. Da war ich auch gewesen. Ich wollte gerade sagen, bewegt sich die Tür? Also, gehen wir rein? Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Alle Daten der GRE sind dort drin, Aiden. Nur, was ist los? Verdammt, ich weiß nicht. Versuch nochmal. Da geht's doch durch, auf. Es steckt fest. Scheiß drauf, ich werde... warte. Ich warte nicht mehr. Ich will antworten. Oh, wow. Na also. Veronika, was ist los? Sag was, Veronika, bist du in Ordnung? Scheint, als hätten wir einen Alarm ausgelöst. Die Kontaminierung? Das klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Chemische Dekontaminierung. Tödlich. Können wir das aufhalten? Ich weiß nicht. Veronika? Veronika! Verwahren Sie Ruhe. Veronika? Ich kann es nicht stoppen. Tu doch was! Ich denke nach. Na, dann denk schneller. Locker, ich habe noch eine Dosis. Du musst eine für dich finden. Eine Ahnung, wo ich suchen soll? Im Kontrollraum sind vielleicht welche gelagert. Los, finde den Kontrollraum. Bereit zur Initiierung. Finde einen Weg nach oben, beeil dich. Kontrollraum, oh, das oben. Geht noch Zeit, Alter. Komme ich denn da hin? Will der mich verarschen? Shit. Schnell! Ich weiß! Ja, was ist die scheiß Stange hier? Umklettern. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Komm ich da hin, Alter? Das ist doch ein Witz. Aha, witzig. Wie soll man dann hinkommen? Also hier kann man dran, das ist Fakt. Jetzt. Kein Plan, wie ich da hochkomme. Weiß ich nicht. Wie komme ich da hin? Ich verstehe es nicht. Verstehe es einfach nicht. Finde einen Weg nach oben, beeil dich! Hier die Leiter ist Fakt. Da soll ich hin.
Und dann? Wo soll ich dann hin? Hier ist das Kackding. Schnell! Ich weiß, ich weiß! Okay. Muss da einmal rundherum. Okay, das schaffe ich nicht. Kurz davor. Kurz davor. Find deinen Weg nach oben, beeil dich! Kontrollraum, oben! Hier rum. Weiter. Schnell! Ich weiß, ich weiß! So, wenn ich es nicht drüber schaffe, dann war's das. Okay. 15, 13, 12, 11, 10. Hab eine! Das ist es! So, und jetzt wird's lustig. Dekontaminierung abgeschlossen. Aiden? Aiden, alles in Ordnung? Ja. Ja, ich habe den Blocker genommen. Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind jetzt sicher. Na, schön zu hören. Bereit zum Reinstecken? Was denn sonst? Mach schon! Drück die Daumen, Aiden. Der Moment der Wahrheit. Verdammt! Es ist kaputt. Oh nein, verarschst du mich? Ja, es ist nur ein altes System. Warte, gib mir den Schlüssel. Autorisierung erteilt. Es gibt eine Liste von Patienten und Angestellten. Wen willst du zuerst suchen? Mir. Such nach mir. Wer ist das? Meine Schwester. Ein von Walls Versuchspersonen. Nichts. Unmöglich. Sie war dort. Mit mir. Ich suche schon. Tut mir leid, Aiden. Daten zeigen keine Patientin namens Mia. Fuck! Das gibt's doch nicht! Na, such mal nach meinem Namen, Aiden. Aiden. Es gibt einen Eintrag unter den jüngsten Kindern. Ja, 2020. Aiden Caldwell. Ist das dein Nachname? Naja, das ist er jetzt. Was steht da? Daten streng geheim. Nur eine Notiz. Warnung. Patient zeigt äußerst hohe Toleranz gegenüber der Substanz. Die meisten Tests durchgeführt. Außerordentliche Ergebnisse. Aiden, alles in Ordnung?
Ja, ich glaube schon. Sonst noch was? Nein. Das ist alles. Waltz. Schon dabei. Ein Eintrag. Klinische Studien. Substanz 1354. Studie aufgegeben. Alle Patienten aus dem Zentrum entlassen. Geh alle Namen durch. Ach, Patient entlassen. Alle? Ja. Verflucht. Nichts darüber, wo sie hin sind? Oder über diese Substanz, 1354 oder so? Tut mir leid, Aiden. Da ist noch mehr. Die Substanz wurde auch an Infizierten getestet. In GRE-Einrichtungen in der Stadt. Erfolglos. Das Projekt wurde von X-13 geleitet und überwacht. Es wurde schließlich eingestellt, so wie auch X-13. Noch irgendwas über dieses X-13? Hier drin? Wohl nicht. Aber ich habe davon gehört. X-13 war eines der GRE-Zentren. Und die Substanz? Weißt du, was das ist? Es gab so viele Tests und klinische Studien, Aiden. Ich suche mal nach den Forschungsdaten. Hier stimmt was nicht. Was meinst du? Hier steht, ein Vorgang wurde initiiert. Noch ein Vorgang? Ich suche schon viele Daten. Gestartet und dann angehalten. Vor 11 Jahren. Fortgeführt vor wenigen Tagen in X10. Es gibt auch eine Karte. Es sind mehrere Standorte markiert. Auch das Observatorium. Was zum Teufel bedeutet das alles? Ich habe keine Ahnung, aber... Alarm! Unbefugter Zutritt! Alarm! Infizierte? Die müssen hier irgendwo sein. Abtrünnige. Sie müssen uns gefolgt sein. Wir haben keine Zeit. Schnell, nimm den Schlüssel, versteck dich und schließ dich ein. Ich kümmere mich um die. Aiden, wir wissen nicht, wie viele es sind. Ich kümmere mich darum. Wie kamen die hier rein? Erwischt. 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 Ist hier sonst noch irgendwas für mich? Veronika, alles in Ordnung? Ja, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Diese Standorte im GRE-System, das scheinen Ziele zu sein. Ziele für Raketenangriffe. Raketenangriffe? Was redest du da? Das Ausfallsicherungsprotokoll. Wir haben nicht viel Zeit. Hör zu, hier sind River End und Garrison markiert. Das ist im Zentralring. Dort leben Menschen. Du musst Frank warnen. Okay, okay, das werde ich. Frank? Frank, dein Viertel ist auf einer taktischen Karte verzeichnet. Sag den Leuten, dass sie dort raus müssen. Was? Egal, sorg einfach nur dafür, dass alle von dort verschwinden, Frank. Ach, scheiße. Okay, bin dran. Ach, verdammt nochmal auf! Warte hier. Ich werde versuchen, von oben an sie ranzukommen und sie zu erledigen. Du bist hier sicher. Hey, ist dunkel. Von oben an sie ranzukommen. Ja. Viel von dir gehört. Man könnte sagen, ich bin ein Fan. Na ja, willst du ein Autogramm? Ich werde dich zerreißen. Ich werde die Fälle mit deinen Eingeweiden tapezieren. So, machen wir das Oldschool.
durch. Noch jemand? Veronika, ich glaube, es ist jetzt sicher, aber wir müssen weg von hier. Veronika? Aha, soll ich wieder da reinkommen? Jetzt voll. Das Ding dreht sich doch gar nicht mehr. Nee, weiter. Und jetzt. Veronika? Bist du da? Ein Medikit. Veronika, sprich mit mir. Ich musste dort raus, Aiden. Tut mir leid. Ich fühlte mich dort in der Falle. Okay, wo bist du? Ich bin zu den Aufzügen gegangen. Ich... Veronika, was ist los? Hier ist jemand, Aiden. Oh nein. Nein, nein, nein! Veronika! Sie war hier. Das ist ihr Funkgerät. Findet sie. Aufzügen. Ihr habt den Bus gehört. Wir gehen los. Schnappt sie euch. Schnell! Aiden. Watts. Er ist hier. Sie werden mich bald finden. Beeil dich, Aiden. Bitte. Da ist jemand. Veronika, haltet durch. So, Päuschen. Dahin. Und da hoch. Veronika, sprich mit mir. Haltet euch, Veronika. Bin unterwegs. Okay, war es schon gewesen. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Lauf! Veronika, lauf nach draußen! Wo ist denn draußen? Veronika, verschwinde! Gib mir den verdammten Schlüssel! Gib ihn mir! Auf! Was willst du mit dem Schlüssel, du Wichser? Was hast du mit mir gemacht? Armer kleiner Junge! Du bist... Gib mir den verdammten Schlüssel! Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Sie hat schon lange hinter sich. Nein! Ich bring dich um! Arschloch. Ich komme und ich nehme es Hund. Komm schon, steh auf.
Veronika 5. Du hättest schon vor Jahren sterben sollen. Aiden! Halte durch! Das wird wieder! Halte einfach durch! Aiden! Alles gut, Aiden! Alles gut! Aiden! Nein! Nee, der bringt die jetzt um, oder was? Japst vor Schreck. Veronika! Oh mein Gott! Nein! Waltz! Was hast du mit mir gemacht? Dir die Wahrheit gezeigt! Was? Es ist zu spät. Verdammt, Aiden, du bist schwer. Fast da. Halte einfach durch. Halte durch. Dem Tod von der Schippe. Bist du ja wieder. Ein Glück. Lass das endlich. Ich habe mir Sorgen gemacht und ich mache mir sonst nie Sorgen. Bleib weg von mir, Levon. Wow. Mit Blumen hatte ich zwar nicht gerechnet, aber ein Dankeschön wäre ganz nett dafür, dass ich dich unter dem Schutt rausgezogen und dich auf dem Buckel hierher geschleppt habe. Du begreifst das nicht, Levon. Ich... Was? Hey. Ich habe Veronika getötet. Ich habe sie getötet. Und das ist noch nicht alles. Ich verwandle mich. Ich habe Veronikas Leiche gesehen. Als hätte sie einen Schattenjäger zerrissen. Du hättest niemals. Das war ich. Die Experimente von Waltz. Damals im Krankenhaus. In der Jerry-Datenbank stand nichts über mir. Aber über das Medikament, das Waltz uns gab. Bei mir wirkt es am stärksten. Walt sagte mir, dass Mia tot ist. Ich muss hier weg. Vor mir ist niemand sicher. Niemand. Und wenn er dich angelogen hat? Wenn Mia doch lebt? Selbst wenn nicht. Du hast Veronika nicht getötet, Aiden. Das warst nicht du. Glaub mir, das warst nicht du. Wenn Walt an deiner Verwandlung schuld ist, dann bringen wir ihn dazu, sie rückgängig zu machen. Okay? Ich helfe dir. Wie? Waltz hat die Hemmstoffe entwickelt. Also weiß er auch, wie man ihre Wirkung umkehrt. Was ist das? Komm, wahrscheinlich stürzt wieder gerade ein Gebäude ein. Oh mein Gott.
schlechter. Er bringt zu Ende, was er vor 11 Jahren begann. Es ist Walls. Er hat den Schlüssel eingesetzt. Damit ging alles los. Wovon redest du da? Dylan wollte verhindern, dass Walls den GRE-Schlüssel kriegt. Er wusste, dass dann die ganze Stadt in Gefahr ist. Walls holte sich den Schlüssel von Veronica. Und dann floh er. Er braucht ihn offenbar für was anderes. Begreifst du es jetzt? Du musst ihn aufhalten. Ihn und Williams. Um jeden Preis. Kontrollieren, wann die Verwandlung kommt. Es könnte jeden Moment... Wenn du spürst, dass was passiert, geh einfach zu einer UV-Lampe. Alleine kann ich sie nicht stoppen, Aiden. Okay. Okay, holen wir sie uns. Das ist der Aiden, den ich kenne. Frank bringt Juan und Matt in die Festung. Er will sich mit dem Schlechter treffen. Was? Das dachte ich auch. Aber er sagt, Williams hätte ihn nach den Bombenangriffen kontaktiert. Er sagt, er wolle reden. Ist Frank verrückt geworden? Deshalb will ich den Idioten Rückendeckung geben. Du gehst zum Fischauge. Vielleicht kannst du Frank diese Schwachsinnsidee noch ausreden. Wenn nicht, bin ich in der Nähe. Aiden? Okay. Keiner darf von Veronica erfahren. Vergiss das nicht. Ich weiß, dass du es nicht warst. Aber Jack? Die Peacekeeper? Denen ist das egal. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Werden sie auch nicht. Gut, das war's mit der Folge gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Oh mein Gott. Hauptsache ein Däumchen. Frank. Vielen Frank. Dank. Und bis zum nächsten Frank, Mal. Bist du da?